Hallo Freunde und willkommen zurück zu Devil May Cry 4, wo wir in der letzten Folge unter anderem Baal besiegt haben und wir jetzt den Eroberer der Feuerhölle in sein Reich zurückbringen sollen, was sich vermutlich auf den ersten Boss bezieht, den wir bekämpft haben mit Nero, also den großen Feuerdämon da. Der sieht, klingt nach einem Eroberer aus dem Höllenreich, würde ich sagen. As if I didn't have enough obstacles already. Giftgas. Ein giftiges Gas durchdringt die Luft. Sie müssen fliehen, bevor ihr Leben erlischt. Hey, wir kriegen dort Schaden. Ach ja, und wenn die mit am lustigsten aussehende Waffe bekommen. Ein riesiger Koffer. Der hat ziemlich viele fancy Aktionen hat. Dankeschön. Dann haben wir eine blaue Kugel voll. Demnach wieder volles Leben gehabt. Ach, der Zugang zum Labor war das. Wenn ja, jetzt wieder diese hässlichen Bodenhaie kommen, ne? Natürlich. Wieso drücke ich die ganze Zeit die falsche Taste, um meine scheiß Schusswaffe auszuwählen? Was? Ich hab keine Lust auf euch. Ich mach euch auf den Weg. Ach, das wäre echt. Fast. Okay, also merken wir. Übrigens ist nicht ganz. Ich hab den Namen der Waffe vergessen. Ein Locher, glaube ich. Würde Sinn machen. So, Büchse der Parentara und so. Ach ja. Natürlich nicht raus. Das war professionell. Wir haben ein bisschen was von Neros Waffe mit dem ich aufladen. Mag diese Viecher nicht, weil ich sie nicht verstehe. Gebe ich zu. Hier hat er mich noch erwischt, bitte. Was haben die für eine Reichweite mit dem
Meine Güte. Diese dämlichen Sandhaie. Bodenhaie. Was auch immer. Irgendwas Haiähnliches. Ein Rätsel steht uns vor. Achso. Na, das Rätsel kennen wir schon. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war, Tante. Ehrlich gesagt. Also in der Luft macht Lora was anderes als wenn es nicht in der Luft ist. Das macht Sinn. Die Frage ist. So genau, wir müssten bei Lora ja diese komische Anzeige füllen. Doch mal ganz länger. Das Schöne ist, im ganz länger Modus mit dem normalen B-Move kann dann schon mehrere Gegner auf einmal anvisieren. Also er kann wirklich mal seine zwei Pistolen so nutzen, wie man zwei Pistolen nutzen sollte. Das war, wenn er mehrere, nicht nur einen Gegner anvisiert, sondern mehrere. Besser. Könnten wir eben kurz gucken, was unsere Dinger sind? Ne, fast. Nee. Das reicht definitiv für vieles nicht. Also eigentlich für gar nichts. Außer Minimalkram. Ja, damit habe ich jetzt gerade beschäftigt. Natürlich. Ja, also ich kann die trotzdem noch reflektieren. Schwerter. Schwertvögel. Sind hier so viele von den Städten gebaut und kommen wieder neuer. Okay.
Schlüssel her. Hier war Schnitt drin. Was wir zu hatten. Ich würde sagen, wir sind aus. Bevor ich das Ding aktiviere. Mal gucken, ob hier oben noch die blaue Kugel ist. Und ob wir die jetzt mit und besser kriegen, wahrscheinlich nicht. Und nicht, wenn ich zu doof bin zu probieren. Bei der Trickster hat ja nochmal den Erdäschner. Und zwar den einfacheren. Wesentlich einfacheren als eine gute Ernährung. Ah! Gott. Achso, ist schon aktiv, ja klar. Was ich noch ein cooles kleines Gimmick gefunden hätte, oder eine coole kleine, ein cooler kleiner Zusatz wäre, wenn Dante im Trickster-Stil ein bisschen schneller ist. Hi. Was für Tricks? Was haltet ihr denn davon, wenn ihr die Kinder auch einjagt? Der Move ist schon mal echt gut gegen die Schilder. Der Drive. Ich glaube, hier ist Drive. Wenn nicht, dann heißt der anders. Wie wir mit den Akoliten gemacht haben. Ja, da ist einfach nur das Secret Level gewesen. Ich habe keine Lust. Doch die Secret Level interessieren mich irgendwie in dem Spiel nicht so sehr. Muss sagen. Das ist auch einer der Punkte, die ich persönlich im Remake ganz gut gemacht finde, die Art der Secret Level. Dass man irgendwo Schlüssel finden muss, um dann ein Secret Level zu aktivieren. Es ist nicht optimal gelöst, aber es ist definitiv okay. Was auch immer das gerade war. Das wäre zu gut gewesen. Ja, ich habe zu viel Dinge zu machen. Schneller.
ist echt der einzige Nachteil von dem Test. Die Dings sind schon relativ langsam. Relativ kurz. Wild. Und sehr langsam. Oh, shit. Und vergleichsweise sind die Reichweite. Wie gesagt, Reichweite ist das größte Problem von den Waffen. Atmen ist nicht länger schmerzhaft. Das Giftgas scheint nicht in diesen Bereich vorzudringen. Das ist ja nett. Hui. Wirst du mich jetzt hin? Ast. Ist Hölle. Wäre nicht alles eingefroren? Achso. Ja gut. Schon, wir haben Ball vernichtet, also. Entsprechend das ganze Eis hier. Gut. Ich kann mir noch die ganzen Dinger hier snacken. Das sind halt schon noch einiges an roten Hops. Aber ich glaube, das müssen wir nicht übertreiben. Lass uns mal raus. Die Brücke, auf der wir jetzt zum ersten Mal begegnet sind. Aka Trish. Wobei ich immer noch nicht so ganz raus habe. Ja, wobei doch, ja, ich weiß, warum Trish. Muss neu. Oder ist die Viecher halt nicht so viel aus? Dahin schießt. Die halten echt nicht viel aus. Aber die. Weiß nicht. Das Problem ist, glaube ich, die sind relativ leicht. Und dadurch neigen sie dazu, sehr weit wegzufliegen. Das ist ja was, was mich immer stört. Gegner weit wegfliegen, kommen wir so schlecht hinterher. War nicht theoretisch hier oben auch noch ein Secret, was wir ursprünglich nicht erreichen konnten, weil wir keinen Double Jump hatten? Also ein Geheimlevel. Na, gucken wir trotzdem jetzt mal rein. Zerstören Sie das ferne Objekt. Okay. Das sind zwei Objekte, möchte ich nur mal festhalten.
Dauer hat keine Reichweite, wie es scheint. So können wir die Reichweite von Pandora erhöhen. Aber warum auch immer zieht sie dann nach oben? Hm? Wir können mit Pandora ein bisschen zielen, aber was wir schießen. Es kann natürlich sein, dass wir das bei Pandora leveln können. Mit dem aufgeladenen Schuss. Wäre eine Möglichkeit. Ups. Ich dachte gerade schon, warum schlägt der jetzt nicht mehr zu, aber ich war auch im Trickster-Modus. Stil gegen die aufbauen kann man halt nicht, weil die so schnell fliegen. Ja, mit dem Stinger haben wir eh einen größeren Schlag, aber. Und kein Hindernis. So, was auch hier an die erinnere ich mich noch. Und weiter geht's. Jetzt gleich genau am Gebiet ankommen. Erwartet. Das bringt uns halt hier eh nichts, weil mit den Dingern können dann gar nicht interagieren. Das ist dann was für Nero im Game Plus oder so. Oh, Pandora. Hatred. Okay. Bazooka. Okay. Das ist lustig. Wie es funktioniert. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Nicht, weil ich das wirklich gut finde, sondern weil ich es irgendwie echt lustig finde. Maximal. Nehmen wir das einfach mal mit. Schon alles. Nächste ist uninteressant. Dante, dein Arsch brennt. Wish you would have noticed me earlier. Now my coat's all charred. Hey, wenn ich seine Ecke nutze, mein. Das haben wir nicht. Gut schauen, muss man so. Okay.
Alles von das Mal. Schauen wir mal, weil wir es können. Auf den Hintern. You can stay and die, or you can walk your ugly ass back through that gate. It's your call, pal. I've retreated once, and will not do so again. Besser Scheiß. That's a letdown. I was hoping for a bit more than just a few sparks. Mal gucken, was wir hier kriegen. Ich denke mal eine neue Nahkampfwaffe, weil wir haben schon drei Fernkampfwaffen. Lucifer. Diese höllische Waffe ruft eine endlose Zahl explodierender Klingen herbei, die drohend in der Luft schweben. Ja, das klingt schon lustig. Positionieren Sie Schwerter um sich herum, um Gegner mehrfach zu durchbohren. Ein vernichtender Angriff. Nein. Ja, wir können theoretisch unendlich Y drücken. Mit nach unten und dann lassen wir sie explodieren. Okay, nee. Sind aber nicht unendlich. Probieren wir es mal aus. Aber nicht in diesem Level. Zumindest nicht an Gegnern. Das Ding würde ich gerne mal kennen, wie das funktioniert. Scheinbar in der Luft. Ja. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Und diese Mission? Adagio für Streicher. Holen Sie sich Yamato zurück. Das starten wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder bei Devil May Cry 4. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.